Ja. Na gut, aber die beiden sind doch jetzt. Oh, da machen wir nochmal. Können wir selber spielen? Was ist das? Klebeband? Eine Rolle mit einem durchsichtigen Band. Es klebt. Die Maschine ist völlig tot. Ohne den Server scheint nicht zu laufen. Aber wie sind denn die anderen mit dem verbunden? Ach, guck mal. Der Krämer sieht nicht sehr glücklich aus. Ich hoffe, er hilft mir trotzdem weiter. Hallo, Herr Krämer. Was willst du? Ich frage mich, warum Sie so missmutig aussehen. Das dürfte dich wohl kaum etwas angehen, oder? Das nicht gerade, aber... Alles geht den Bach runter. Alles. Naja. Meine schönen Marktstände sind abgebrannt, mein Laden ist geschlossen. Und alles nur wegen dieses Dreckspacks. Sie meinen die Schattenarmee? Unsere eigenen Anführer. Anstatt da herumzuschlawinern, sollten sie lieber mal hart durchgreifen. Ging früher doch auch. Früher habe ich 500 Pfeile am Tag verkauft. Mana-Tränke, noch und nöcher, Stärkungselixiere, Unverwundbarkeitstränke, all das gute Zeug. Aber heute kauft niemand mehr. Alle tot. Und wen kümmern meine Umsätze? Niemanden. Wie schrecklich. Und dann auch noch dieser verdammte König der Diebe. Der stiehlt mir noch die Wurst vom Brot, wenn ich nicht aufpasse. Der König der Diebe? Wer soll das sein? Eine elende, diebische Ratte. Sie hat alles Essbare aus meinem Stand gestohlen, während ich WoB gespielt habe. Hat früher schon häufig lange Finger gemacht. WoB? Seitdem alle anderen Händler weg sind, klaut sie nur noch bei mir. Finde ich nicht ganz unlogisch. Ach was, unfair ist das. Aber mit uns ehrlichen Händlern kann man es ja machen. Wenn ich den König der Diebe für Sie fange, was wäre Ihnen das wert? Du? Was soll ein Winzling wie du schon gegen den König der Diebe ausrichten? Der König ist noch ein gutes Stück kleiner als ich. Außerdem habe ich Erfahrung in der Rattenjagd. Naja, schaden kann es wohl nichts. Aber ich will ihn nicht fangen. Ich will ihn tot sehen. Töten? Also ich weiß nicht. Hier ist mein Angebot. Du tötest die Ratte und bringst mir ihre Maske als Beweis. Dafür kannst du dir dann drei Sachen aus meinem feinen Sortiment aussuchen. Und beeil dich, ich bin bald weg hier. Was soll ein ehrlicher, hart arbeitender Händler noch an solch einem Ort? Ich will meine Rache und dann meinen Frieden. Die Welt der Bürokratie. Ich darf nicht in die obere Stadt, dabei muss ich ganz dringend den Erzmagier treffen. Sag nichts. Die elende Stadtwache lässt dich nicht durch. Ich lebe seit über 30 Jahren in dieser Stadt und war noch nie dort oben. Wir sollen zahlen, damit die hohen Herrschaften fein in ihrer oberen Stadt leben können. Aber reinlassen wollen sie uns nicht. Zum Glück zahle ich schon aus Prinzip keine Steuern. Aus Prinzip? Ich möchte etwas von Ihnen kaufen. Was denn? Magierdiplome haben Sie nicht zufällig. Oder vielleicht Einladungen des Erzmagiers. Sind geradeaus. Ich will doch nichts kaufen. Vielleicht später. Die gab's wirklich. Ich muss weiter. Vielleicht komme ich später wieder. Wenn's sein muss. Die epischen Schnellhefter. So, ich glaube, jetzt ist er auch da, ne? Ein Wetterquarz in einer Zaubererschule. Ob meine Eltern akzeptieren, dass ich anders bin? Ui. Oh. Ui. Ui. Kann ich dir helfen? Was tragen Sie denn da für eine schöne Brille? Ach das. Das ist eine magische Brille. Damit können wir Magier unsichtbare Geheimschriften lesen. Sowas gibt's? Freilich.
Viele Magier sind sehr misstrauisch und hüten ihr Wissen wie einen Schatz. Und was lesen Sie da? Kleinanzeigen im magischen Wochenblatt. Ui. Ui. Ich muss ganz dringend zum Erzmagier, Meister Markus. Und warum behelligst du mich damit? Der Erzmagier und ich, wir sind nicht unbedingt die besten Freunde. Ohne ein Magierdiplom werde ich nicht in die obere Hälfte der Stadt gelassen. Verstehe. Und was soll ich dagegen tun? Ich dachte mir, naja, vielleicht könnten Sie mir ein Diplom leihen. Ich muss den Erzmagier nur ganz kurz sehen und ihm etwas geben. Etwas Wichtiges. Schon klar. Alles, was der Gute macht, ist schließlich wichtig, oder? Aber ich kann dir nicht helfen. Ich kann nicht einfach irgendwelchen Leuten Diplome ausstellen. Die Magiergilde hat mich sowieso schon auf dem Kieker. Warum mögen Sie den Erzmagier nicht? Hat er Ihnen was getan? Nein, nein, es ist... Wir kennen uns nur schon verdammt lange. Unser ganzes Leben, könnte man sagen. Und okay. Er fällt mir auf die Nerven. Wieso? Sein erhobener Zeigefinger, sein Idealismus, sein... Er sieht immer nur das Gute in allem. Was ist falsch daran, an das Gute zu glauben? Nichts, habe ich auch mal. Aber wenn man sich ansieht, was aus dieser Stadt geworden ist, mit so vielen anderen Städten geschieht, dann muss man schon ein Idiot sein, um nicht an allem zu zweifeln. Ich habe keinen Grund dazu. Dann bist du ein glücklicher Gnom. Gibt es denn gar keinen Weg für mich? Ich muss dem Erzmagier etwas geben. Ich werde es ihm nicht hochbringen. Und Jorge, der Krämer, darf nicht in die obere Stadt. Gib's der Stadtwache, die kann es hochschaffen. Das kann ich nicht. Ich habe geschworen, es dem Erzmagier persönlich zu geben. Dann, mein kleiner Freund, musst du wohl Diplom-Magier werden. Okay. Ja. Kann ich das denn? Diplom-Magier werden, meine ich? Na klar. Jeder kann doch alles werden, wenn er es nur genug will, oder? Mhm. So ist es. Nein, so ist es nicht! Aber ich kann es versuchen. Die meisten haben nur so wenig Magie in sich, dass sie in ihrem ganzen Leben keinen einzigen Zauber zustande bringen. Ich will's versuchen. Das ist doch Blödsinn. Was soll ich sonst machen? Ich werde bestimmt nicht hier herumsitzen und nichts tun. Also, wie kann ich Schüler werden? Also gut, Herr Gnom. Wilbur Wetterquarz. Wenn du an dieser vortrefflichen Zaubererschule aufgenommen werden willst, Wilbur, brauchst du drei Dinge. Ja? Du brauchst eine Magierrobe. Aber natürlich nicht irgendeinen Fummel. Was Repräsentatives aus magiegewirktem Stoff. Mhm. Dann brauchst du einen Zauberstab. Das ist dein wichtigstes Werkzeug als Magier. Okay. Und drittens, einen Haufen Gold. Gold? Warum? Einen ganzen Haufen. Wenn ich schon meine Zeit verschwende, dann will ich wenigstens dafür bezahlt werden. Also schön. Und wie schnell kann ich dann mein Diplom bekommen? Das hängt ganz von dir ab. Als Schüler dieses Hauses kannst du jederzeit deine Prüfung ablegen. Einige schaffen es recht schnell, die meisten nicht. Haben Sie nicht vielleicht noch eine alte Robe, die ich tragen könnte? Mit Sicherheit nicht in deiner Größe, kleiner Mann. Außerdem ist es Tradition, dass sich angehende Magier ihre erste Robe selbst schneidern. Kannst du das? Ich war immer gut in Handarbeiten. Das ist gut. Du kannst dir nicht vorstellen, wie albern viele Magier mit ihren selbstgeschneiderten Roben aussehen. Oder ohne, wenn ein Windstoß kommt. Ne. Magierroben müssen aus einem besonderen Stoff geschneidert werden. Magiegewirktem Stoff. Er schützt dich vor vielen einfachen Zaubern und Flüchen. Aber dafür kann er auch nur mit einer magischen Nadel genäht werden. Hm. Also ich brauche magiegewirkten Stoff sowie Nadel und Faden. Das ist klar. Und ich brauche ein Schnittmuster. Immerhin kenne ich mich mit Magierroben nicht aus. Na, das wird ja was. Kann ich hier in der Schule einen Zauberstab kaufen? Oder wo gibt es die? Man kann nicht einfach irgendeinen Zauberstab kaufen. Nein. Der Stab muss zum Zauberer passen, verstehst du? Ach so. Der Stab sucht den Zauberer aus, nicht umgekehrt. Frag mal Jorge, den Krämer, ob er ein paar Stäbe da hat. Es sind in letzter Zeit eine Menge gute Zauberer umgekommen. Vielleicht hast du Glück.
Okay, dann müssen wir ihm helfen, damit er uns dann drei Gegenstände gibt. Ich bin ein armer Gnom. Woher soll ich nur einen Haufen Gold bekommen? Wenn ich wüsste, wo hier in der Gegend Goldhaufen herumliegen, dann hätte ich mir selbst schon den einen oder anderen geholt, oder? Kann ich meine Schuld nicht vielleicht bei Ihnen abarbeiten, nachdem Sie mich als Schüler aufgenommen haben? Ha! Mit ehrlicher Arbeit kann ein Gnom nicht so viel verdienen. Ich? Soll ich es etwa stehlen? Zwischen ehrlicher Arbeit und Stehlen gibt es noch viele Abstufungen. Nimm Wuppermann, den Schausteller. Er ist sehr reich. Und das ohne je gearbeitet zu haben und ohne jemals gestohlen zu haben. Wie geht das? Er kennt die Torheit der Leute und nutzt sie aus. Frag ihn. Wie finde ich ihn? Sein Wagen steht draußen auf den Auwiesen. Hier, nimm das. Eine Postkarte? Sie zeigt dir die wichtigsten Punkte hier in der Nähe an. Du kannst sie benutzen, um schnell von einem Ort zum anderen zu kommen. Die Postkarte ist jetzt aber eine Anspielung auf Simon the Sorcerer, oder? Ich gehe dann mal und besorge alles, was ich brauche. Klar, wenn du meinst. Die Postkarte ist doch... Das ist eine Landkarte der Gegend hier. Mit ihr kann ich zum Beispiel schnell von hier nach da kommen. Von hier nach da und von da nach hier auch bestimmt. So, gucken wir uns erstmal hier um. Das ist eine Art Kochnische. Mhm. Es gibt jede Menge Zutaten, die man im Kochtopf zusammenrühren kann. Mhm. Dürfte ich vielleicht einmal kurz... Nein. Aber ich... Nur für Schüler. Okay, nur für Schüler. Ich würde einiges dafür geben, in diesen Büchern zu lesen. Aber das dürfen bestimmt nur Schüler. Dürfte ich vielleicht einmal kurz... Okay, nein. Aber ich... Nein. Nur für Schüler. Er hat gesagt nein. So, Tafel. Vielleicht ist sie mit magischer Kreide beschrieben. Sie ist leer. Aber sie hätte mit magischer Kreide beschrieben sein können. Was ist das? Ist das ein Spiegel? Ich kann mich in ihm nur schemenhaft erkennen. Der Rahmen ist massiv und mit allerlei Fratzen und Schädeln verziert. Und die Spiegelfläche... fließt. Ich habe so etwas noch nie gesehen. Der Rahmen ist massiv und mit... Wie viele junge Menschen hier wohl schon zu Zauberern ausgebildet wurden? 3. Ui. Ui. Eine schöne Kristallkugel auf einem kleinen Ständer. Sie sieht für mich völlig durchsichtig aus. Kein Nebel, kein brennendes Auge und keine Zukunftsvisionen zu sehen. Kein brennendes Auge. Was könnte das wohl für ein brennendes Auge sein? Ein geschorenes Schaf, glaube ich. Oh ja. Schafe sind gefährlicher, als man uns glauben machen will. Sie verbergen etwas, sagt Opa. Was? Oh, warte mal, wir können... Meister Markus, kann man mit der Kugel die Zukunft vorhersagen? Ach was, das ist alberner Hokuspokus. Dafür braucht man Teeblätter oder Tarotkarten. Und warum haben Sie dann die Kugel? War ein Werbegeschenk. Darf ich sie haben? Von mir aus. Sehr gut. Das ist die Kristallkugel aus der Zaubererschule. Meister Markus meint, er hätte sie als Werbegeschenk bekommen. Ein ranziger Karton mit einigen seltsamen Gegenständen. Die meisten sind ziemlich verstaubt. Meister Markus, was sind denn das für Sachen in diesem Karton? Ah, das ist nur alter magischer Krempel. Bedien dich. Sehr gut. Danke. Hier ist eine Nadel und etwas Garn. Oh. Und hier sind 3 kleine Glaskolben mit farbigen Tränken. Alle mit Korken verschlossen. Der Rest scheint wirklich nur Krempel zu sein. Eine Fiole mit einem roten Trank. Ich habe keinen Schimmer, was er bewirkt. Ich soll einen Trank trinken, von dem ich nicht weiß, was er tut? Andererseits...
Was soll schon passieren? Nein! Nichts. Ich habe nicht gespeichert. Ein alter Stoffteddy, ein aufgerissener Lederbeutel, etwas Seife. Das interessiert mich alles nicht. Das ist jetzt weg. Oh, ja. Oh. Warum ist das jetzt weg? Vielleicht brauchte ich das gar nicht. Warte mal. Ein blauer Trank in einer kleinen Fiole. Keine Ahnung, was er bewirkt. Vielleicht hat der zweite Trank irgendeine Wirkung. Ach so, wir müssen die wahrscheinlich testen. Seltsam. Wieder nichts. Doch, Moment. Alles dreht sich leicht. Vielleicht war das Alkohol. Hoffentlich nicht. Ich darf noch keinen Alkohol trinken. Okay, das war's. Geht wieder. Ein grüner Trank. Ich habe keine Idee, was er bewirken könnte. Ich trinke aber nur einen winzigen Schluck, falls es wieder Alkohol ist. Aha. Damit dürften wir jetzt immer wieder grünen Trank haben. Hey, alles wird größer. Endlich mal ein sinnvoller Trank. Nee, das ist eine Fledermaus. Die Türen sind Fledermausflügel. Nicht zwingend The Witcher. Aber irgendwas anderes. Unter dem Kopf hängt ein Holzschild mit einem Spruch. Das Schaf, der beste Freund des Magiers. Es beschützt uns, es hält uns warm. Ui. Ui. Wer hat denn immer diesen Spruch gemacht? Ui. Ich komme nicht drauf. Na warte, du. Was ist denn da los? Wow, ein Superschurke. Ich krieg dich noch. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue, früher oder später bist du dran. Das ist ja ein schön aggressiver. Hallo, Herr Krämer. Ah, du. Warum ist diese Ratte noch am Leben? Ich arbeite dran. Also schön. Was willst du? Ich möchte etwas von Ihnen kaufen. Was denn? Ich bräuchte einen Zauberstab. Haben Sie welche vorrätig? Natürlich. Ich habe die größte Auswahl an Zauberstäben weit und breit. Hervorragend. Aber du weißt, Zauberstäbe müssen zum Zauberer passen. Er müsste also schon selbst vorbeikommen und die Stäbe ausprobieren. Ich bin der Zauberer. Bald. Du? Der war gut. Ich meine es ernst. Ja, ich habe keine Zeit für Kinderkram. Aber ich brauche einen Zauberstab, um in der Zaubererschule aufgenommen zu werden. Bitte, lassen Sie es mich probieren. Wenn's denn sein muss, komm her. Hier, wedel mal damit in der Luft herum. Nichts. Probier diesen. Besteht aus 5¼ Zoll Balsaholz mit dem Rückgrat eines Wattwurms. Oh, das kann jetzt lange dauern. Später? Ich hab genug, mir reicht's. In dir steckt nicht ein Funken Magie und ich habe meine Zeit nicht gestohlen. Aber das waren doch erst 4 Zauberstäbe. Ich habe trotzdem genug davon. Mehr habe ich auch nicht. Pech gehabt. Such dir woanders einen Stab. Ich dachte, danke für Ihre Hilfe. Das waren doch erst 4. Es steckt in mir. Ich weiß es. Das weiß ich muss auch. Nur den richtigen Stab finden. Ja, schaffst du. Hallo, Herr Krämer. Ah, du. Warum ist diese Ratte noch am Leben? Ich arbeite dran. Also schön. Was willst du? Ich möchte etwas von Ihnen kaufen. Was denn?
Ich bräuchte magiegewirkten Stoff. Ein Ballen etwa. Jupp, hab ich hier. Das macht 2 Gold pro Schenkel. Was? Wie viel ist ein Schenkel? Ein Schenkel? Wie viel ist das? Gut 2 Zwergenfuß oder 1,5 Taurenellen. 3/8 Gnom, wenn du so willst. Aha. Und wie viel Schenkel sind auf dem Ballen? Etwa 1¼ Seefelsruten. Was? Das sind etwa 2,5 Klafter, oder? Das würde reichen. Was? Ein Schenkel? Wie viel ist das? Gut 2 Zwergenfuß. Okay, hatten wir. Und wie viel Etwa eine... Das sind etwa... Mir kommt das ganz schön teuer vor. Die Preise sind nun mal gestiegen. Du kannst dir nicht vorstellen, wie viel magiegewirkter Stoff benötigt wird, um einen Krieg zu führen. War ein Bombengeschäft. Ich will doch nichts kaufen. Vielleicht später. Was? Ich hab doch was anderes gekriegt. Na, okay. Ich muss weiter. Vielleicht komme ich später wieder. Wenn's sein muss. Das Fenster auf, ja? So, warte mal. Hier ist doch die Kanalisation. Können wir vielleicht... Es ist nicht mehr viel Weltvergrößerungstrank da. Ich sollte ihn nur benutzen, wenn ich ihn wirklich brauche. Doch nicht? Irgendwo dort in der Kanalisation hat der König der Diebe sein Reich. Aber ich bin viel zu groß, um durch das Loch zu passen. Deswegen... Also schön. Ich bin beinahe klein genug, um in die Kanalisation zu kommen. Aber eben noch nicht ganz. Ach, Mann. Oh, jetzt bin ich wieder groß. Hallo, Herr Krämer. Ach, du. Warum ist diese Ratte noch am Leben? Ich arbeite dran. Also schön. Was so, dann machen wir das mit dem Stoff hier, weil... Oh, warte. Oh. Ich habe versucht, in die Kanalisation zu kommen. Aber ich bin zu groß. Das hast du bestimmt noch nicht oft sagen müssen, oder? Ich hätte da was für dich. Oh. Das ist ein Schrumpfring. Er lässt seinen Träger schrumpfen. Das könnte helfen. Danke. Wie danke? Erstmal bezahlen. Och, geben Sie mir doch bitte den Ring. Bitte. Und wenn dein Leben davon abhinge, ich würde dir den Ring nicht geben. Na, wissen Sie, behalten Sie ruhig den Ring. Ich kann ja nach einer anderen Möglichkeit suchen, in die Kanalisation zu kommen. In den nächsten Tagen oder Wochen wird mir schon etwas einfallen. Und bis dahin werden Sie mit dem König der Diebe schon klarkommen, oder? Genau. Also schön, hier. Aber jetzt erledige den Nager. Aber mach ich. Ich muss weiter. Vielleicht komme ich später wieder. Wenn's sein muss. So, kann ich die jetzt einfach so benutzen? Mal sehen, ob er funktioniert. Wie sieht denn der aus? Das ist ja ekelerregend. Und dazu den da noch? Aber immerhin bin ich geschrumpft. Warte mal, ich glaube... Der Trank lässt alles um mich herum größer werden. Das hilft mir, wenn ich zum König der Diebe in die Kanalisation will. Ja. Jetzt. Der Trank lässt alles um mich herum größer werden. Ach so, na dann, warte mal. So, der Schrumpfring des Händlers. Geschrumpft zu werden, so, ist ein Widergang. Ich sollte mit links drücken. Also schön. Runter damit. Und? Es muss wohl sein. Und jetzt rein da. Hoffentlich wachse ich nicht, solange ich in der Kanalisation bin. Oh, oh. Also los. Liebling, ich habe die Kanalisation geschrumpft. Der Geruch ist nicht gerade anregend. Ich frage mich, wo diese... Bis hierher und nicht weiter. Wer bist du? Und was willst du? Mein Name ist D'Artagnan und ich bin der beste Fechter der Welt. En garde. Wäre das nicht beeindruckender, wenn du wenigstens einen Degen hättest? Der würde mir auch nicht helfen. In Wahrheit ist mein Name Wilbur Wetterquarz. Ich bin ein mächtiger Magier. Bald. Ich habe gesehen, wie sie dem Krämer draußen entkommen sind.
Das war sehr beeindruckend. Danke. Ich glaube allerdings, der Krämer sieht das anders. Mir kamen Sie vor wie ein echter Held. Dabei sind Sie nichts weiter als ein Dieb. Das ist unbestreitbar. Ich habe den Krämer bestohlen, schon viele Male. Und ich werde es wieder tun. Aber warum? Warum tun Sie das? Warum stehlen Sie? Vielleicht bin ich einfach raffgierig. Sieh dich um. Ich liebe den Luxus. Das glaube ich nicht. Wenn ich dir sage, dass ich für meine Familie und meine Freunde sorgen muss, dass für uns Ratten nicht genug Nahrung übrig ist, seit die Bewohner geflohen sind, würde das etwas ändern? Nein, dann wäre ich immer noch ein Dieb. Aber ein sympathischerer. Guck mal hier, das ist eine Frucht und da drin ist ein Zahnstocher. Das ist ja süß. Aber müssen Sie denn stehlen? Können Sie nicht irgendwie anders an Nahrung kommen? Wie denn? Sollen wir hier unten Getreide anbauen und dann Brot backen? Wir sind Ratten. Wir haben nicht mal vernünftige Daumen. Ihr könntet raus aus der Stadt. Im Wald und auf den Feldern wächst genug Essbares. Ich würde ja gehen, aber wie soll ich die anderen dorthin bringen? Einige sind so schwach, dass sie schon auf allen Vieren laufen. Echt? So schlimm? Ich kann niemanden zurücklassen. Auf allen Vieren laufen? Jetzt verstehe ich es gerade. Wer außer Ihnen lebt denn sonst noch hier unten? Oh, jede Menge interessanter Leute. Meine Familie und auch die anderen übrig gebliebenen Rattenfamilien natürlich. Erst kürzlich ist Onkel Alfredo zu uns gestoßen. Oh. Er hatte vorher ein gutes Leben in einer Zwergenbastion. Doch dann ist ein wild gewordener Roboter auf ihn losgegangen. Nein! Oh, wie schrecklich. Der Arme wacht immer noch schreiend aus dem Schlaf auf. Hm? Außer uns Ratten gibt es noch einige Schleimmonster, Riesenspinnen und ein paar Skelette und den ganzen Kram, den junge Abenteurer in der Kanalisation erwartet. Kommen viele Leute hier runter zu Ihnen? In letzter Zeit nicht mehr. Früher, als oben in der Stadt noch etwas los war. Da kamen ständig irgendwelche Abenteurer mit den seltsamsten Aufgaben hier runter. Es war fast, als stünde oben jemand, der die Neuankömmlinge reihenweise nach unten in die Kanalisation geschickt hat. Verrückt. Echt verrückt. Hauptsache, das wird nicht wieder groß hier, ja? Das wird ganz schön eng dann. Ich habe einen Auftrag vom Krämer bekommen. Ich soll sie unschädlich machen. Ja? Was gibt dir der alte Geizkraken dafür? Nun, ich darf mir dafür 3 Sachen aus seinem Angebot aussuchen. Das heißt, du jagst mich aus persönlicher Gewinnsucht? Ach. Du bist ein Kopfgeldjäger. Das kann man so nicht sagen. Wetterquarz. Nein, nein. Ich bin auf wichtiger Mission unterwegs. Und dafür brauche ich Hilfe vom Krämer. Du solltest dir deine Freunde besser auswählen, Wilbur. Ich werde mich zumindest nicht gefangen nehmen lassen, nur damit der Krämer seine Rache hat. Aber ich muss dem Krämer ihre Maske bringen. Ohne die Maske wird er mir nicht helfen. Und dann werde ich nicht in der Zaubererschule aufgenommen. Und dann werde ich kein mächtiger Magier. Und dann kann ich nicht zum Erzmagier. Und dann kann ich ihm den Ring nicht geben und habe versagt. Ziemlich kompliziert, oder? Sie müssten mal meinen Questlog sehen. Auf jeden Fall soll ich sie ausschalten und dem Krämer ihre Maske geben. Willst du mich denn töten? Nö. Nein. Könntest du mich denn töten? Ja. Wohl auch nicht. Dann solltest du dir etwas anderes einfallen lassen. Wenn die erst mal rausfinden, wer unter der Maske ist. Aber wenn ich euch genug Nahrung besorge, sodass ihr euch einmal richtig satt essen könnt, könntet ihr dann nicht alle die Stadt verlassen? Sicher, aber wo willst du so viel Essen finden? Willst du es stehlen? Ist es denn Diebstahl, wenn man für eine hungernde Rattenfamilie etwas Brot nimmt? Nö. Ja? Allerdings würden wir dir das niemals vergessen. Wir Ratten können helfen, weißt du? Wie könnt ihr mir helfen? Wenn du Zauberer werden willst, hast du noch eine Menge Arbeit vor dir. Und du würdest dich wundern, was man hier in der Kanalisation alles finden kann. Wir können dir vieles besorgen, was du sonst nirgendwo findest. Würdet ihr das tun? Na klar, das ist der Deal. Du besorgst uns etwas Essbares, nicht zu knapp. Und dafür helfen wir dir, Magier zu werden. Ich bräuchte aber trotzdem noch Ihre Maske. Na gut, wenn es sein muss, werde ich dir auch meine Maske geben. Aber erstmal musst du uns die versprochene Nahrung bringen. Kein Problem, hoffe ich.
Ich muss mal wieder raus an die frische Luft. Willst du einen neuen Schlachtplan entwerfen? Okay. Warte mal, was haben wir hier? Das ist ekliger Kanalschleim. Und als Krönung ist er noch mit Schimmel überzogen. Mmh. Hoffentlich werde ich nie gezwungen, den anzufassen. War ja klar. Das sind eklige Dinger. Denen werde ich mich auf keine drei Schritte nähern. Ach, schade. Wir Gnome leben zwar auch unter der Erde, aber das hier wäre nichts für mich. Irgendwo da hinten werden die anderen Ratten sein. Einsam und hungrig. Oh. Okay, wir haben Deal. So, was haben wir jetzt alles? Schrumpf, Doppelschrumpf, Nadeln, Faden, Kristallkugel. Landkarte, da können wir eigentlich hin. Ah, warte mal, was zu essen? Hallo, Herr Schildträger. Hallo, Gairon, was willst du? Oh. Herr Schildträger, würden Sie mir vielleicht ein wenig von Ihrem Riesensandwich abgeben? Nee. Ganz sicher nicht? Warum sollte ich? Der Tag ist noch lang. Und ich will auch in meiner nächsten Pause noch etwas zu futtern haben. Könnte ich Ihnen das Sandwich vielleicht abkaufen? Nein, Gold kann man nicht essen. Da ist etwas dran. Könnte ich Ihnen das Sandwich vielleicht abkaufen? Nein, Gold kann man nicht essen. Okay, komm, kein anderer Dialog. Dran. Und wie wäre es, wenn wir um das Sandwich in einem spannenden Spiel gegeneinander antreten? Was für ein Spiel? Sie nennen mir eine Zahl zwischen 1 und 100 und wenn Sie daneben liegen, bekomme ich das Sandwich. Und was bekomme ich, wenn ich richtig liege? Keine Sorge, dazu wird es nicht kommen. Machen Sie sich darüber keine Gedanken. Sie werden nicht gewinnen. Ich glaube, ich finde dein Spiel ziemlich blöde. Dann schlagen Sie doch ein besseres vor. Da gibt es nur eins. Ein Duell. Auf Leben und Tod. Es ist ja nur ein Sandwich. Ein Kartenspiel? Natürlich. Was dachtest du denn? Und wenn ich gewinne, bekomme ich das Sandwich? Klar, warum nicht? Ich habe noch nie verloren. Ich bin der ungeschlagene Seefels-Champion aller Klassen und aller Zeiten. Wie funktioniert dieses Spiel? Du kennst Master of Dragonslayers Defender nicht? Nicht so richtig. Na gut, ich zeig's dir. Wir haben beide einen Haufen Karten. Aus deinem Haufen wählst du dir 10 Karten aus. Gute Nacht, Lilly. Das ist dein Deck. Dabei ist zu beachten, dass du 3 rote, 4 gelbe und 2 grüne... Außer natürlich, du hast eine Spezialisierung auf Stangenwaffen und du... Aber nur, wenn deine Magie lichtbasiert ist. Bei Feuermagie oder Erdmagie ist... Und das sind in etwa die Grundlagen. Alles verstanden? Schon, aber es scheint, als hätte man überhaupt keine Chance zu gewinnen, wenn man nicht sehr gute Karten hat. Das ist kein Problem. Ich habe sehr gute. Also, wollen wir eine Partie spielen? Also schön, spielen wir eine Runde. Aber ich habe keine Karten. Ich weiß. Ich leih dir welche. Natürlich kann ich dir unmöglich gute Karten geben. Ach so. Die sind viel zu wertvoll. Hm. Ich befürchte, du musst dich mit weniger guten Karten zufrieden geben. Also gut, los geht's. Buja! Ich bin der ungeschlagene Champion! Ja! Ja! Ich könnte ihn schlagen. Es liegt an meinen Karten. Mit denen habe ich keine Chance. Ich glaube, Sie gewinnen nur gegen mich, weil Ihre Karten viel besser sind als meine. Warum leihen Sie mir keine besseren? Damit es für mich schwieriger wird? Warum sollte ich?
Wenn Sie nicht für faire Bedingungen sorgen wollen, mache ich es. Ich besorge mir jetzt bessere Karten. Viel Glück dabei. Laut Meister Markus habe ich durchaus das Zeug dazu, ein Diplom-Magier zu werden. Markus unterrichtet wieder? Ja, und er will mich als Schüler. Das kann ich mir vorstellen. Und was will er dafür? Ich muss nur einen Zauberstab und eine Magierrobe mitbringen. Und sonst? Naja, und ein Haufen Gold. Da haben wir's. Er will dich doch nur ausnehmen. Glaub mir, du kannst kein Diplom-Magier werden. Wirf dein Geld nicht zum Fenster raus. Sie werden es schon sehen. Genau, wir werden es allen zeigen. Ich mache jetzt mein Magier-Diplom. Sie werden schon sehen. Irgendwie gefällt mir seine Lache nicht. Aber warte mal. Ach, guck mal, wir könnten... Vielleicht kann er ja was besorgen. Herr König? Kann ich dir helfen? Ach ja. Die Stadtwache hat ein Riesensandwich. Wenn ich sie bei so einem Kartenspiel besiege, bekomme ich es. Die Stadtwache hat immer eine Menge leckeres Essen dabei. Aber sie würde es nie riskieren, etwas davon zu verlieren. Sie muss sich verdammt sicher sein, dass sie dieses Spiel nicht verliert. Momentan kann sie es leider auch sein. Herr Schildwache hat viel bessere Karten als ich. Was sind das für Karten? Verschiedene Spielkarten. Alle mit einem Bild und einem Text. Die Rückseiten sind blau mit braunen Linien. Ich glaube, so etwas habe ich schon mal gesehen. Lass mich darüber nachdenken. Na gut. Okay. Ich muss mal wieder raus an die frische Luft. Willst du einen neuen Schlachtplan entwerfen? Vielleicht hat er hier draußen was. Hallo, Herr Krämer. Ah, der Söldner. Hast du die Ratte endlich erledigt? Ich denke, ich werde Ihnen die Maske bald geben können. Wird auch Zeit. Was willst du? Ich möchte etwas von Ihnen kaufen. Was denn? Ich würde gern Karten von Master of Dragon Slayers Defender kaufen. Was ist denn das? Ein Sammelkartenspiel. Man muss gute Karten haben, um zu gewinnen. Und die Karten kann man sich in kleinen Packs nachkaufen. Und du weißt nicht, was in den Packs ist? Nein, man braucht Glück. Irgendwann wird schon mal was Gutes dabei sein. Man muss nur immer wieder kaufen. Tja, bei meinen Ahnen. Was ist? Warum ist mir so etwas nicht eingefallen, als hier noch was los war? Hört sich an wie eine Lizenz zum Goldstanzen. Dann haben Sie wohl keine Karten? Komm nach dem Krieg wieder, da werde ich welche haben. Garantiert. Okay. Könnte ich etwas Essbares kaufen? Brot, Obst, Fleisch? Woher soll das wohl kommen? Die Bauern liefern nicht in eine Geisterstadt. Und alles, was ich auf Lager hatte, hat sich der verdammte König der Diebe unter den Nagel gerissen. Schade. Ich will doch nichts kaufen. Vielleicht später. Ich muss weiter. Vielleicht komme ich später wieder. Wenn's sein muss. So, vielleicht hat er noch was? Meister Markus? Ja? Ich war beim Krämer und habe alle seine Zauberstäbe ausprobiert. Nicht einer hat bei mir funktioniert. Das kann zwei Gründe haben. Entweder war der für dich richtige Stab einfach nicht dabei, oder... Okay, da war er nicht dabei. ...noch weniger Magie, als ich gedacht habe. Oh. Vielleicht hast du es dir nur nicht doll genug gewünscht. Du weißt ja, nur ganz fest dran glauben reicht völlig aus. Ach so? Ohne Stab kann ich dich zumindest nicht ausbilden. Ich werde schon einen Stab bekommen. Na klar. Kennen Sie sich mit Kartenspielen aus? Kennen Sie Master of Dragon Slayers Defender? Ja. Hab ich mal eine Zeit lang gespielt, bevor WoB kam. Ich hab aber immer gegen Schildträger verloren, bevor er zur Stadtwache ernannt wurde. Damals war er noch Gehilfe beim alten Pew. Hat mich ständig damit genervt, wie toll er doch sei. Kein Wunder bei den Karten. Ich spiele auch gerade gegen ihn und habe auch keine Chance. Hm,
Ich hätte nichts dagegen, wenn der gute Bartholomäus von seinem Thron gestoßen werden würde. Ach, Beutelmaus. Hier, das sind die besten Karten, die ich noch habe. Danke. Ja. Ich stecke sie in mein Kartendeck. Bei der nächsten Partie kann ich sie dann benutzen. Zeig's ihm. Dieser Spiegel dort. Was hat es damit auf sich? Oh, das ist ein ganz besonderer Spiegel. Es ist ein magischer Spiegel. Sagt er einem, wer die Schönste im ganzen Land ist? Nein, nein, nichts dergleichen. Es ist, wie soll ich sagen, es ist ein Tor zu einer anderen Welt. Zum Wunderland? Nicht ganz. Es ist ein Tor zum Reich der Toten. Reich der Toten? Ja, so heißt es. Natürlich weiß das niemand so genau. Kein lebendes Wesen kann durch den Spiegel gehen. Nur Geister sind dazu in der Lage. Und davon gibt es hier nicht viele. Können sie auch rauskommen? Naja, solange ich den Spiegel habe, ist noch nie jemand rein oder rausgegangen. Mhm. Ich gehe dann mal und besorge alles, was ich brauche. Klar, wenn du meinst. Okay, was haben wir denn? Die ist ja kaputt. Das könnte eine besonders gute Karte sein. Aber die eine Hälfte wird mir nichts nützen. Sit down and push black locus. Button to flush your opponent into oblivion. Das ist die Allzweckwaffe überhaupt. Okay, warte mal, vielleicht hat ja... Wilbur, psst, hier unten. Wo? Ich komme. Hallo, was gibt's? Ich habe etwas für dich. Eine Spielkarte? Ich wusste doch, dass ich so ein Ding schon mal gesehen habe. Schwamm bei uns in der Kanalisation, ist aber trocken geblieben. Sie hat eine Schutzhülle, siehst du? Es scheint eine besondere Karte zu sein. Tante Mildred hat zumindest erzählt, der Besitzer habe sich vom Turm geworfen, nachdem sie ihm in den Abfluss gefallen war. Ui, danke. Ui. Hoffentlich hilft sie dir. Viel Erfolg. Geht nicht? Ich klebe die beiden Kartenhälften mit dem magischen Band zusammen. Es funktioniert. Geht nicht? Auch nicht. Die Karte ist seltsam. Sie hat Noppen und ein eingestanztes Symbol. Die Schrift spiegelt und der Text musste freigerubbelt werden. Diese Karte erlaubt es dir, eine beliebige ausgespielte Karte deines Gegners am Ende der Partie an dich zu nehmen und zu behalten. Wow, das klingt nicht schlecht. So kann ich der Stadtwache nach und nach die besten Karten abnehmen. Das wird ihn gar nicht freuen. Weil man immer die letzte Karte, das heißt immer, wenn er die letzte Karte ausspielt, spielen wir unsere Karte aus und kriegen damit wahrscheinlich immer seine guten und besten Karten. Und er muss natürlich dann immer die... So, hat sich hier noch was verändert? Nee, hier. Kein Dämon, keine Gefahr. Danke.